Gute Zahlen zum chinesischen Einkaufsmanager-Index könnten heute den DAX über die 10.000er-Marke hieven. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in der neuen Woche zum Ausblick auf den DAX und den Euro-Dollar. Der DAX hat in der letzten Woche von 5 Handelstagen 4-mal ein neues Allzeithoch erreicht. So auch heute. Die Serie geht also weiter. Es hat noch nicht ganz gereicht zur 10.000er-Marke, aber das kann noch kommen. Die Asiaten haben positiv reagiert, nicht in China, auf die Daten aus dem Reich der Mitte, denn da ist das Drachenboot fest, da kein Handel. Aber in Tokio, da geht es gut 2% nach oben, in Sydney 0,5%. Was haben wir heute an Daten auf der Agenda? Das ist nicht unerheblich, Einkaufsmanager-Index aus Deutschland, 5 vor 10, verarbeitendes Gewerbe. Das Pendant des Ganzen aus der Eurozone dann um 10 Uhr, 16 Uhr wichtig, der ISM. Index verarbeitendes Gewerbe und die Bauausgaben zur selben Uhrzeit aus den USA. Wie das Ganze ausfällt, das sehen Sie wie immer bei www.finanzmarktwelt.de. Jetzt schauen wir uns mal an, ob der DAX es geschafft hat, schon die 10.000er-Marke hier zu überwinden. Nicht ganz, wir waren vorhin knapp dran, knapp 10 Pünktchen haben gefehlt. Jetzt scheint so ein bisschen die Luft auszugehen, 9.668 sind also wieder ein bisschen nach unten gekommen. Das ist die Gretchenfrage, ob es jetzt gelingt, eben die 10.000er-Marke mal zu erreichen. Das wäre ein Medienfest, da würden dann Eilmeldungen rausgeschickt. 10.000, der DAX hat es geschafft, juhu. Und das ist einfach die Marke, um die es derzeit geht, wenngleich charttechnisch die von keiner großen Relevanz ist. Auf der Unterseite haben wir nach wie vor die Unterstützung im Bereich 9.790 bis etwa 9.812, die alten Allzeithochs, aber das ist schon eine gute Strecke weit weg. Bis zur EZB-Sitzung am Donnerstag haben die Bullen durchaus noch die Chance, den Index weiter nach oben zu treiben. Schauen wir uns mal an, was der Euro macht, der eigentlich gut gestartet war heute Morgen. Nach einem kleinen Rücksetzer in Asien ging es dann in Richtung 1,36, fast 40 nach oben, aber jetzt der Rücksetzer. Aktuell 1,3617, es wird also eine knappe Geschichte hier, diese Zone 1,36, 1,3580, die ist von großer Relevanz. Nächste Unterstützung dann der Bereich 1,3560, 65, die gilt es zu verteidigen, aber bis zur EZB-Sitzung, bei der ja etwas kommen wird, kommen muss, sonst ist die Enttäuschung groß, auch für die DAX-Bullen. Da ist der Euro nach wie vor gedeckelt, da kann wohl nicht allzu viel nach oben kommen. Danach, nach der EZB-Sitzung, könnte sich das durchaus ändern. Schauen wir mal. Ich wünsche erstmal einen guten Wochenauftakt. Wäre schön, wenn wir uns heute Abend zum Marktgeflüster sehen. Bis dann erstmal. Ciao.